Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Wieder mit der Hexe und auch schon wieder auf der Coldwind Farm. Keine Ahnung, warum wir diese Map jedes Mal bekommen. Aber wir haben unser Bild wieder umgebaut, also unsere Perks, die wir rechts unten sehen. Wir haben wieder Ruin mit hinzugenommen, anstatt Strider. Und ja, mal versuchen, wie gut wir jetzt mit diesen Perks sind, ob es vielleicht ein bisschen besser klappt. Zwar waren die letzten Überlebenden sehr stark, aber ich glaube schon, dass wir jetzt ein bisschen besser werden. Wenn wir jetzt die Überlebenden mal treffen mit unseren Schlägen. Das war auf jeden Fall der erste Schlag. Und wir haben ihn gerade finden können, weil er an unserem verfluchten Totem angefangen ist. Von daher weiß er leider, wo sich jetzt unser Totem befindet. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wir konnten es ja gerade noch verhindern, dass er es auch wirklich zerstört. Jetzt ist er tatsächlich aber entkommen. Keine Ahnung, wo er hin ist. Und er hat wieder angefangen. Dadurch konnten wir... Nee, es ist ein anderer. Alles klar. Ich dachte, es wäre der gleiche. Aber so versuchen wir jetzt, ihn mal zu verfolgen und vielleicht mal in den Todesstatus zu bringen. Das war vielleicht ein bisschen sehr früh. Aber zum Glück haben wir überall Fallen platziert und dadurch konnten wir ihn jetzt sehr einfach dann doch noch bekommen. Jetzt haben sie aber dann doch die Devourhope zerstören können. Weil wir halt gerade mit der Verfolgung von ihm beschäftigt waren. Wir haben ihn gerade nochmal mit ein paar Fallen gesichert, sodass wir hoffentlich bemitteilt werden oder eine Mitteilung bekommen, wenn wir... Okay, was tut er? Wenn er gerettet werden sollte. Was war das gerade? Warum steht er da einfach so rum? Hä? Er ist doch ganz eindeutig hier langgelaufen. Okay. Da war ich wohl ein bisschen verwirrt. Und damit haben sie auch Ruin gefunden. Unsere Hex-Totems sind damit schon fast alle weg. Nervenkitzel der Jagd, oder wie das da heißt. Das ist das Einzige, was jetzt noch so fehlt. Was sie wenn zerstören könnten. Aber zumindest haben wir in der Zwischenzeit schon zwei Leute aufgehangen. Das ist schon mal ein Start. Und da haben sie auch das letzte Totem gefunden. Was uns jetzt nicht mehr wirklich stört, da es uns nur eine Mitteilung gegeben hätte, wenn die Überlebenden an einem Totem anfangen und da jetzt schon alle drei dann weg sind, ist es noch nicht so wirklich von Vorteil für die Überlebenden. Aber wir haben schon zwei Hooks, die Überlebenden noch keinen Generator. Es sieht erstmal sehr gut aus. Und sie lösen auch noch immer alle Fallen aus. Und da haben wir auch recht gut uns nochmal teleportiert im letzten Moment. Und haben dadurch ihn auch noch erwischen können. Er wusste nicht so wirklich, wo lang er rennen sollte. Ich hoffe, ich wähle die richtige Seite von diesem Berg. Ja, haben wir, sehr gut. Weil sonst läuft man wirklich eine Riesenrunde. Aber sie haben immer noch keinen Generator geschafft. Das ist schon ein bisschen sehr überraschend. Und das, obwohl wir so schlecht heute zuschlagen. Ah, schade, ich dachte, er... Na doch, er kommt wirklich in unsere Richtung gelaufen. Und da hat er zu lange gewartet. Sehr gut. Damit ist das sein zweiter Hook. Und wir konnten ihn recht einfach durch ein paar Mindgames verarschen und dann doch wirklich zu Boden bringen. Das freut mich. Und wie bereits erwähnt, ist es sein zweiter Hook und jetzt sind auch zwei Überlebende momentan aufgehangen. Von daher wird es für die Überlebenden schon deutlich schwieriger, momentan einen Generator zu machen.
Okay, er hat sich selbst umgebracht. Kein Problem. Kann man auch mal machen. Aber jetzt zu zweit einen Generator zu schaffen, ist schon deutlich schwieriger. Ah, okay. Da kommt dann doch irgendwann der erste Generator. Aber was uns erstmal auch nicht so weit stören sollte, von daher, wir wissen jetzt auch, wo der andere sich befindet, irgendwo hinten links von uns, wo er jetzt gerade hinrennt. Und ihn sollten wir jetzt auch gleich bekommen. Ah, wir hätten 2 Sekunden warten müssen. Aber unsere Fallen spielen uns wieder ins Spiel hinein. Das haben wir recht gut geschafft, die wirklich auf die ganze Map zu verteilen. Weil ich ja schon die letzten Folgen gesagt habe, dass es recht wichtig ist, überall Fallen zu haben. Und der oben auf dem Hügel ist auch gestorben. Also es läuft momentan extrem gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es an den Perks liegt, die wir ausgerüstet haben, oder ob die Überlebenden einfach ein bisschen schlechter sind. Aber auf jeden Fall spielen wir diese Runde sehr gut oder sehr erfolgreich. Und wir verteilen hier gerade ein bisschen Schaden auf die verschiedenen Generatoren, was uns auch nochmal ordentlich Punkte geben sollte. Und hier haben wir Jake gefunden, der ein bisschen herumschleicht. Ihn haben wir noch gar nicht dieses Spiel gesehen. Von daher ein sehr gutes Zeichen für uns, dass wir ihn noch bekommen haben. Und dann DC'd er einfach. Alles klar. Läuft bei denen. Und damit haben wir wirklich, würde ich mal einfach so sagen, alle 4 Leute bekommen. Nach einer Runde, die echt schwierig war gestern. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschö.